Fahrradfahren an sich ist jetzt nicht unsere Lieblingstätigkeit, aber Das Fahrradreisen. Dieses Draußensein und das Zelt einfach irgendwo aufzubauen. Man ist den Menschen und der Umwelt so ausgesetzt, dass man alles mitbekommt. Alle kommen halt gleich auf einen zu und sind neugierig. Und das ist in jedem Land so. Das war in Deutschland so, in Niederlande so und das ist hier in Benin auch so. Wir wussten nicht, dass die Wüste so facettenreich sein kann. Alle paar Tage sah es komplett anders aus. Der Sternenhimmel nachts, wir haben jeden Tag ohne Zelt geschlafen. Die Tiere, also es gab einen Moment, das ist eine riesige Kamelherde, wirklich neben uns hergerannt und hat uns begleitet auf den Fahrrädern. Diesen Moment werde ich niemals vergessen. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich die Wüste toller finde als den Regenwald. Im Senegal war das mal ein bisschen gruselig, da lagen wir im Zelt und dann haben wir plötzlich Hyänen gehört. Oder in Ghana im Norden von Ghana lagen wir im Zelt und mitten in der Nacht kamen 30 Männer mit Gewehren und haben uns Zelt umzingelt und sie haben uns halt gefragt, ob wir Terroristen wären. Aber wir kamen immer gut weg, immer, immer, immer und ich hoffe, dass das so bleibt. Reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Um dieses Geräusch hier dreht sich in dieser Folge alles. Wir schwingen uns heute gemeinsam auf den Sattel und fahren ein Stück mit bei den Schwestern Hannah und Greta, meinen heutigen Gästinnen, die übrigens behaupten, ihr habt es gerade gehört, Fahrradfahren an sich sei gar nicht so ihre Lieblingstätigkeit. Trotzdem sind die beiden in den letzten 3 Jahren zigtausende Kilometer aus ihrer Heimat Kassel bis nach Westafrika gefahren, mit dem Fahrrad, über Gebirge, durch den Regenwald und sogar durch die Wüste. Über diesen Widerspruch müssen wir unbedingt sprechen. Hannah und Greta erzählen in dieser Folge von ihren schönsten und von ihren herausforderndsten Erlebnissen auf den Rädern. Wir sprechen darüber, was diese Reiseform, was das Fahrrad für sie so besonders macht, wie sie sich auf dieses große Abenteuer vorbereitet haben und wie es die beiden Schwestern schaffen, das finde ich ja besonders spannend, sich nicht an die Gurgel zu gehen, wenn sie seit 3 Jahren nonstop aufeinander hängen. Natürlich erfahrt ihr auch einiges über den Kontinent Afrika. Wir reden über Vorurteile, über das Kranksein auf Reisen, über Heimweh und über die kleine Verschnaufpause vom Langzeitreisen, die Hannah und Greta sich bald in Deutschland gönnen. Bevor ich aber zu viel verrate, legen wir einfach mal los. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen inspirierenden jungen Frauen. Das ist heute mal nicht Wie reist du, sondern Wie reist ihr mit Hannah und Greta. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, danke schön. 3 Frauen im Podcast, das wird ein bisschen wild durcheinander. Ich weiß nicht, ob man unsere Stimmen immer auseinanderhalten kann, aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Es geht ja um die Geschichten, die ihr zu erzählen habt. Wo genau erwische ich euch denn eigentlich gerade? In Cotonou in Benin. Wir sind hier, um Visa zu beantragen. Weil eigentlich sind wir nicht so häufig in Hauptstädten oder in großen Städten. Cotonou ist gar nicht die Hauptstadt, aber ja. Wir beantragen Visa. Ich ordne das mal kurz ein bisschen ein. Benin, also in Westafrika seid ihr unterwegs, Atlantikseite. Und das liegt zwischen, wo kommt ihr her? Aus Richtung Togo. Und ihr wollt nach Nigeria. Ganz genau. Dahin zu fahren, wo ihr jetzt seid, das hat mit dem Fahrrad schon fast 3 Jahre gedauert. Ihr seid 2021 losgefahren, direkt nach eurer Schule. Was bringt euch diese Zeit auf dem Fahrrad jetzt bei, was ihr in der Schule nicht gelernt habt? Oh je, super, super viel. Ich würde sagen, 3 große Sachen. Einmal klare Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Das haben wir nicht so in der Schule gelernt und das lernen wir auf so einer Reise extrem. Ja, und wir haben auch wirklich hier erst angefangen, das zu lernen. Also wir konnten es wirklich gar nicht und mittlerweile können wir es so semi-gut. Ja, und dann noch viel mehr Vertrauen in uns selber und ins Leben und in die Menschen. Also so dieses Vertrauen in ganz, ganz, ganz viele Sachen, das lernt man. Ja, dass es alles irgendwie schon klappen wird.
meistens. Meiner, ich hoffe doch immer. Wir wollen euch ja sicher zurückwissen. Wenn ihr schon so lange unterwegs seid, wann habt ihr eure Familie zum letzten Mal gesehen, eure Freunde zu Hause? Das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her. Wir haben, als wir in Marokko waren, haben wir eine Pause gemacht, wo wir auch fast 4 Monate zu Hause waren, glaube ich. Mhm. Genau, und da sind wir dann im November zurück nach Marokko. Und das ist jetzt, ja, 1,5 Jahre her ungefähr. Wahnsinn. Wie geht's euch damit, so lange getrennt zu sein von den Menschen? Uff, also wir haben schon ziemlich Heimweh. Also wir können natürlich telefonieren und schreiben, aber es passieren Momente. Wir sind jetzt vor 2 Monaten Großcousinen geworden und das ist dann schon ein bisschen traurig, wenn man nicht dabei ist. Und so vor allen Dingen den Hund, mit dem kann man halt eben nicht telefonieren und ist manchmal schon echt hart und die vermissen wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise extrem dolle. Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich bin auch viel unterwegs und das zieht mich aufgrund der kleinen Nichten und Neffen meistens am meisten zurück, weil man ja doch in kürzester Zeit einfach sehr, sehr viel verpasst. Ja. Da wollen wir auf jeden Fall nachher nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, auch über das Grenzen setzen, was ihr gerade genannt habt, über das Vertrauen in die Menschen und in euch selber. Finde ich ganz, ganz spannend, was ihr da erzählt. Aber euer Ziel ist ja gar nicht Westafrika, sondern Südafrika, wo ihr hin möchtet. Wer von euch kam auf die Idee, wer hat sich diese Flausel in den Kopf gesetzt, zu sagen, wir fahren mit dem Fahrrad nach Südafrika? Südafrika war eher so ein Schlussfolgerungspunkt. unser eigentliches Ziel war nämlich Ghana. Und da sind wir ja jetzt schon vorbei. Aber wir haben uns damals zu Hause gedacht, also wenn wir in Ghana sind, können wir auch gleich nach Südafrika durchfahren. Ist ja dann nicht mehr so weit. Ist klar. Ja, und Ghana, da weiß ich gar nicht, wer drauf gekommen ist, weil wir das schon den Wunsch schon haben, seitdem wir ganz, ganz, ganz klein sind. Also der kam von unserem Vater und das wurde uns in die Wiege gelegt. Er ist halt damals mit dem Auto nach Westafrika gefahren und hat sich in Ghana verliebt und ganz, ganz, ganz viele Geschichten früher immer davon erzählt. Und ja, dann wollten wir auch. Was waren das für Geschichten, wo ihr gesagt habt, das möchten wir auch erleben? Oder war das das Gefühl, was er transportiert hat, weil er sich da so scheinbar so wohl gefühlt hat? Also wirklich hauptsächlich das Gefühl. Wir haben dann, es gab dann manchmal so Dia-Shows, wo dann irgendwie wir alle zusammen im Wohnzimmer saßen, die Fenster wurden abgedunkelt und dann hat Papa seine Bilder gezeigt, die auch alle ganz chaotisch waren. Also es gab nie so einen richtig roten Faden, sondern wirklich immer nur so kleine Anekdoten oder so kleine Momente, die er uns erzählt hat, die dann, wir haben Ghana und Westafrika halt in unseren Köpfen wirklich seit Kleinkinderalter romantisiert. Es war wirklich einfach das Gefühl eher. Ja, und letztendlich konnten wir ja gar nicht durch die gleichen Länder wie unser Vater fahren, weil damals waren genau an den Ländern, durch die wir jetzt gefahren sind, Krieg und Konflikte und jetzt sind in beispielsweise Mali und Burkina Faso Konflikte und da ist er durchgefahren und wir können nicht mehr durch. Also wir haben auch was ganz anderes gesehen als er, aber beide Ghana. Und ja, so ein paar Länder haben sich schon überschnitten. Ja, das stimmt. War denn das Ghana dann so, wie ihr es erlebt habt, so wie ihr euch das auch vorgestellt habt, wie von Papa berichtet? Also ich persönlich hatte gar keine so richtige Vorstellung, aber es war, also Ghana war trotzdem anders, als wir irgendwie gedacht hätten. Auf jeden Fall. Einfach, weil ganz viel Zeit verloren gegangen ist, weil Hannah krank war mehrmals für insgesamt 5 Wochen, als wir in Ghana waren. Und dann konnten wir gar nicht so richtig das machen, was wir gerne machen wollten oder so intensiv die Menschen kennenlernen, die Kultur kennenlernen, weil wir eben nur ein Visum für 3 Monate hatten. Nee, aber es war trotzdem eine wunderschöne Zeit. Und wir haben ganz viele Sachen gemacht, die wir vorher noch nie gemacht haben. Wir waren zum Beispiel auf einem Boxwettkampf und so. Also es war echt sehr, 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 sehr cool. Ja, richtig schöne Erinnerungen und erste Male hatten wir da. Sehr schön. Damit ist das Ziel geklärt, wohin ihr wolltet. Aber die Reiseform, die ihr euch in den Kopf gesetzt habt, das Fahrrad, warum habt ihr das gewählt? Was macht diese Reiseform für euch so besonders? Also wir sind drauf gekommen, zufällig, weil ich
damals in der Schulzeit so ein riesengroßes Fernweh hatte, dass ich unbedingt los musste. Und ich wollte mit meinem Hund so schnell wie möglich ans Meer und auf eine günstige Art und Weise, weil ich eben nur das Kindergeld hatte. Und dann habe ich mir das Fahrrad geschnappt und konnte da den Anhänger dran machen, wo er dann mitgefahren ist. Und Greta hat mich die letzte Woche begleitet und dann haben wir uns so richtig ins Fahrradreisen verliebt, weil es die perfekte Möglichkeit ist. Ja, genau. Hanna war halt insgesamt 5 Wochen weg und bin dann wirklich nur die letzte Woche mitgefahren. Aber es war einfach so ein wunderschönes Gefühl, das Zelt einfach irgendwo aufzubauen und dann teilweise erst am Morgen zu sehen, wo man aufwacht, weil es abends dunkel war. Und irgendwie, ja, dieses Draußensein und so Fahrradfahren an sich ist jetzt nicht unsere Lieblingstätigkeit, aber Das Fahrradreisen. Man ist halt so ausgesetzt, man ist den Menschen und der Umwelt so ausgesetzt, dass man alles mitbekommt und die Menschen auch ganz anders auf einen reagieren, weil du so angreifbar bist und alle kommen halt gleich auf einen zu und sind neugierig. Und das ist in jedem Land so. Das war in Deutschland so, in Niederlande so und das ist hier in Benin auch so. Ja, das stimmt. Spannend. Aber ich stelle mir das so komisch vor. Komisch, weiß ich gar nicht, ob es das richtige Wort ist, aber als Schwestern 3 Jahre nonstop so aufeinander zu hängen, also wirklich diese Strecken miteinander zu fahren und dann ja auch nachts im Zelt oder frei. Ne? Ihr seid ja immer aufeinander mit meiner Schwester und mir, das würde 2 Wochen gut gehen, maximal. Warum klappt das bei euch beiden so gut? Was ist das da zwischen euch? Also wir haben uns schon öfter gestritten, als wir noch zu Hause waren. Aber ich glaube einfach dadurch, dass wir so nah aneinander liegen, alterstechnisch, sind wir halt auch damit aufgewachsen, dass wir alles zusammen gemacht haben. So das Einzige, was wir nicht zusammen gemacht haben, war eigentlich Schule. Aber ansonsten, wir waren in denselben Sportgruppen, wir hatten dieselben Freundesgruppen, zwar auch immer noch unsere eigenen, aber trotzdem hatten wir immer was gemeinsam. Und ja, wir sind auf dieser Reise aufeinander angewiesen. Ich weiß, dass ich diese Reise nicht ohne Greta schaffen würde, weil ich jemanden brauche, um mich auszutauschen, um die Sachen zu verarbeiten. Und wir können uns auch nicht wirklich ickern oder auf die Palme treiben, weil wir am Abend zusammen in ein Zelt krabbeln müssen. Ja, also ich glaube, das ist wirklich der Hauptgrund, warum wir uns nicht streiten. Weil wir halt wissen, wenn wir den anderen jetzt irgendwie sauer machen, dann graben wir uns unser eigenes Grab, weil diese Wut wird dann an uns selber ausgelassen werden. Man kann ja nirgendwo anders hin. Ja, ja. Und diese Reise schweißt so zusammen. Also wir haben jeden Tag erleben wir ja so viel. Wir reden die ganze Zeit. Wir haben immer was zu reden. Es wird nicht langweilig. Es gibt keine Zeit, wo wir irgendwie, ja, uns auf den Sack gehen, weil nichts zu tun ist. Und na doch, wenn wir auf Visa warten müssen, okay, das ist schon echt sehr, sehr langweilig. Ja, die Zeit gerade ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. Wir hängen jetzt schon eine Woche hier. Oh nein, einer dieser schönen bürokratischen Dinge, die beim Reisen ja auch dazu kommen. Ja, leider. Genau. Das war uns am Anfang auch nicht so klar. Ja, deshalb wollte ich sowieso von euch wissen, was waren am Anfang so Gedanken, die ihr hattet, vielleicht Sorgen, die ihr euch gemacht habt, die total unnötig waren oder eben Dinge, die ihr gar nicht auf dem Schirm hattet, die ihr vielleicht mal bedacht hättet vorher? Also so Sorgen, die ich hatte, war tatsächlich, Hanna, glaube ich auch, da haben wir öfter drüber geredet, aber wir hatten unfassbar Angst, dass uns das Reisen keinen Spaß macht, weil wir eben schon so lange davon geträumt haben und 2 Jahre, bevor wir losgefahren sind, auch aktiv dafür geplant haben. Und dann kam so manchmal der Gedanke, ach du Scheiße, was, wenn uns das jetzt gar keinen Spaß macht und so alles. Ja, wir haben keinen Plan B. Es war immer nach der Schule, werden wir reisen. Ja. Und wir haben keine Ahnung, was wir studieren wollen und so. Ja. Und ich weiß noch, am zweiten Tag, da saßen wir. Also wirklich am zweiten Tag von zu Hause losgefahren. Da saßen wir vorm Zelt und dann hat Greta mich angeschaut und meinte, Hanna, findest du es auch gerade so schrecklich? Und ich habe so angeschaut und so, ja, wir saßen halt so ganz einsam in einem Wald, hatten uns, sind einfach den ganzen Tag in die falsche Richtung gefahren, statt in den
besten in den Osten. Nein. Und wir saßen dann und dachten so, oh mein Gott, das ist jetzt unser Leben für die nächsten Jahre. Ja. Also so, wir können natürlich jedes Mal abbrechen, aber was machen wir dann? Und das war dann schon ein kleiner Schock. Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß auch noch eine andere Angst, und zwar, dass wir nicht mit den Menschen auf einer Ebene sind, dass wir nicht mit denen zusammen Erlebnisse haben. Und also zu Hause, wenn wir zurückkommen, dass es dann irgendwie... Nee, ich meinte mit den Einheimischen. Ach so. Zwei verschiedene Sorgen. Ja, das ist dann eine Sorge, wenn wir nach Hause kommen, ja, aber das war jetzt auf der Reise. Ja, ich hatte Angst, dass wir hierher kommen und wir irgendwie zu besonders sind, zu anders und nicht wirklich zusammen am Essenstisch zum Beispiel sitzen können. Und das war halt mein größter Wunsch. Also ich wollte reisen, um mit Menschen in Verbindung zu sein und vielleicht Freundschaften zu schließen. Und wenn das nicht geklappt hätte, wäre halt auch der Grund meiner Reise nicht da. Also es war keine große Angst, weil ich meine, ich habe andere Reiseberichte gelesen und ich wusste, dass man Menschen kennenlernt, aber trotzdem war es irgendwie da. Wisst ihr noch, wie lange das gedauert hat, bis dieses Gefühl, was ihr da vorm Zelt hattet, dieses, es ist für dich gerade auch irgendwie so unangenehm wie für mich, bis das weg war, bis ihr euch eingewöhnt hattet? Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Also die erste Woche war doch schon irgendwie ganz schön anstrengend, vor allem, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten, weil uns in Den Haag nach 10 Tagen eine Freundin besuchen wollte. Und wir gemerkt haben, oh je, das ist ein bisschen, die Strecke ist ein bisschen weiter, als wir dachten. Und dann hatten wir halt so Zeitdruck. Wir mussten halt dann jeden Tag irgendwie 70 Kilometer fahren. Und das war zu der Zeit halt am Anfang, wo wir dann einen Tag komplett in die andere Richtung gefahren sind. Und dann kam 60 Kilometer wieder dazu. Und dann hat irgendwie das nicht geklappt. Dann hatten wir Gegenwind. Und es war so ziemlich viel Druck da, jetzt rechtzeitig da sein zu müssen. Und unterbewusst auf jeden Fall. Wir haben uns für unsere Familie für 2 Jahre. Also wir dachten damals, wir sind 2 Jahre unterwegs und wir haben uns für 2 Jahre verabschiedet. Und wir, das haben wir in dem Moment, war uns das vielleicht nicht bewusst, aber es war unterbewusst auf jeden Fall da. Also wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Ja. Nee, aber als es dann, also wirklich, als es dann besser wurde, war, als wir diesen Zeitdruck nicht mehr hatten. Mhm. Also als wir wirklich einfach wir losfahren konnten und es war so, okay, wir müssen irgendwo nicht zu einer bestimmten Zeit sein, sondern wir können einfach machen, was wir wollen. Ja, das stimmt. Ja, ganz wichtiger Punkt, dieses Loslassen. Wir neigen ja total dazu, alles durchzuplanen. Gerade wir Deutschen haben gerne die Sicherheit. Ich kenne das selber vom Reisen. Und dann das loszulassen, damit man überhaupt ins Reisen kommt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. Ihr habt es gerade selber angesprochen, die Familie. Was hat denn eure Familie dazu gesagt? Ihr seid mit der Schule fertig. Klar, ihr seid jetzt, ne, das Leben geht los, so nach dem Motto, aber dann erstmal 2 Jahre weg. Also erstmal war es ja, es gab ja nicht den Moment, wo wir zu unseren Eltern hingehen mussten und sagen, ja, wir fahren jetzt nach Südafrika, sondern es war ja schon immer da. Aber dadurch war es auch immer so, ja, die machen das vielleicht doch nicht oder es ist so normal, weil wir haben immer darüber geredet und es war so nebenbei. Ja, es war noch extremer als die machen das vielleicht doch nicht, sondern ich glaube, bei vielen war es so, die machen das eh nicht. Ja, ja, das stimmt. Ah, okay. Und dann, als wir unserem Vater gesagt haben, okay, es wird ernst, wir fahren jetzt los, dann meint er, ja, mach doch erstmal in Deutschland und schaut, wie es wird. dann hat er so angefangen zu sagen, nee, bleibt erstmal hier in der Nähe und macht eine Probetour. Und dann fanden es alle eigentlich toll, als wir in Europa gefahren sind. Wir sind halt 10 Monate in Europa unterwegs gewesen. Genau. Und als wir dann zu Hause angerufen haben und gesagt haben, ja, wir fahren jetzt wirklich rüber nach Marokko, dann haben es uns versucht, einige auszureden, aber wir haben es trotzdem gemacht und nach einer Woche waren dann auch wieder alle, alle d'accord damit, weil wir halt in der ersten Woche schon so unfassbar besondere Momente hatten und natürlich zu Hause davon erzählt haben und ich glaube, die haben gespürt, wie unfassbar glücklich wir sind, wie unfassbar sicher wir uns auch fühlen und dass das unser Leben ist und dass wir das auch unbedingt weitermachen wollen. Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Ihr habt gesagt, 2 Jahre Vorbereitung lagen da drin. 2 Jahre Träumen. Ja. Vorbereitung? Ah. Ja.
Also, ich meine gerade vernommen zu haben, dass ihr euch darauf sehr hart vorbereitet habt. Ich glaube, ich habe gesagt geplant. Und geplant heißt geplant, auch eher. Genau. Heißt auch eher sowas, wie viel kosten denn die Bananen in Marokko und nicht, welche wie repariere ich, ja genau, welche Impfung brauchen wir oder welche, wie flickt man denn, keine Ahnung, das Fahrrad zusammen? Okay. Ich würde sagen, wir haben uns aktiv damit auseinandergesetzt, aber den Fokus auf die falschen Bereiche gelegt. Ja, also auf die Bananen. Jetzt genau. Nee, also tatsächlich sind wir nicht die Planerinnen. Überhaupt nicht. Wenn es sein muss, dann machen wir es. Also so zum Beispiel, wenn wir durch eine Wüste fahren oder so, dann planen wir das schon gut. Aber die Vorbereitung, es war ein bisschen schwer, weil es war wegen Corona. Wir sind während Corona losgefahren. Das heißt, wir konnten zum Beispiel nicht die Impfung haben. Wir hätten die Impfzentren waren überfüllt. Deswegen sind wir ohne Impfung losgefahren. Ohne Tropenimpfung. Genau. Jetzt. Und das war auch der Grund, warum wir in Marokko dann nochmal nach Hause gefahren sind. Aber zum Beispiel, was wir zu Hause tatsächlich geplant haben für 2 Jahre, war, zu jedem Geburtstag und Weihnachten gab es immer nur Sachen für die Reisen. Also so an dem einen Geburtstag gab es dann das Fahrrad von der ganzen Familie. Dann gab es mal ein paar Taschen, dann gab es das Zelt. So geplant haben wir nicht wirklich, aber weil wir halt auch wirklich erst in Europa waren. Da muss man nicht viel planen. Also da kann man einfach drauf losfahren. Wir hatten das Fahrrad und wir hatten wichtiges Equipment. Und als es dann rüber nach Marokko ging, haben wir angefangen zu planen, wirklich, und dann halt uns um Krankenversicherungen gekümmert, uns um die Impfungen gekümmert. Wir haben ein bisschen nach den Regen- und Trockenzeiten geschaut. Hat alles nicht geklappt, aber ja, wir haben es versucht. Das ist das Blöde mit Plänen. Wenn man sie macht, dann ist es meistens egal, weil es anders kommt. Wie finanziert ihr euch denn die Reise? Das ist ja vielleicht so ein Ding, was man vorher ein bisschen planen muss, je nachdem, ich weiß gar nicht, mit wie viel Budget ihr auch so ungefähr auskommt. Also wir haben zu Hause gearbeitet. Ich habe Teilzeit neben der Schule gearbeitet und Hannah dann fast ein Jahr Vollzeit, während sie auf mich gewartet hat, dass ich die Schule fertig mache. Und wir hatten halt das Glück, dass wir bei unseren Eltern wohnen konnten und die uns auch das Essen und so gezahlt haben. Ja, das heißt, wir konnten wirklich einfach alles sparen. Ja, wenn man dann ein Jahr gearbeitet hat, beide, dann geht das, also dann kann man gut reisen, wenn man halt wirklich immer nur im Zelt schläft und billiges Essen isst. Das klappt dann. Ja, wir geben ungefähr so 500 Euro im Monat aus, zusammen. Aber das ist mit Visa und Krankenversicherung und so. Und Wahnsinn. Ja, also wir kommen, so im Jahr sind es halt 6.000 und dann klappt das schon ganz gut mit unserem Ersparten. Eine gute Art, Low-Budget zu reisen mit dem Fahrrad. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann lasst uns doch mal ein bisschen näher auf eure Reise gucken. Ihr seid gerade schon ein paar Stationen in Europa durchgegangen, dass wir euch mal alle so ein bisschen folgen können. Juli 2021, da geht's für euch los. Ihr schmeißt wahrscheinlich eine riesige Abschiedsparty zu Hause, nehmt alle nochmal in den Arm. Und wo ist es dann für euch hingegangen? Niederlande habt ihr schon angesprochen. Genau, also wir haben wirklich zu Hause großes Theater gemacht. Alle sind gekommen, wir haben unsere Kinderzimmer in Kartons gepackt, sind dann in die Niederlande und waren 2 Wochen später wieder mit all unserem Zeug zu Hause. Die Niederlande zum Hochinzidenzgebiet geworden sind und wir innerhalb von 2 Tagen das Land verlassen mussten. Ach shit. Ja. Aber dann sind wir von zu Hause nach Belgien gefahren und dann über Frankreich im riesigen Zickzack. Also wir fahren auch nicht geradeaus runter nach Südafrika, sondern machen riesige Umwege. Also wir sind einem riesigen Zickzack durch Frankreich, dann durch die Pyrenäen nach Portugal, auf die Kanarischen Inseln, zurück nach Spanien und dann rüber nach Marokko und immer entlang der Westküste nach Benin. Also wir sind alle Länder der Westküste in Afrika einmal abgefahren. Genau. Und ihr habt schon gesagt, in Marokko wart ihr ein bisschen länger unterwegs. Da habt ihr euch eine Pause gegönnt. Warum in Marokko? Was hat euch da gehalten? Die Menschen. Hauptsächlich die Menschen. Also wir waren insgesamt 7 Monate in Marokko und haben unfassbar tolle Begegnungen gehabt. Wirklich Menschen, mit denen wir immer noch in Kontakt sind. Jetzt, nachdem wir schon fast 2 Jahre nicht mehr da sind.
Und wir haben anderthalb. Und wir haben unfassbar tolle Freundschaften geschlossen. Aber generell, Marokko ist halt auch einfach unfassbar facettenreich. Also es gibt wirklich alles. Es gibt das Meer, es gibt die Berge, es gibt die Wüste, wir sind im Schnee gewandert. Wir waren bei einem Wasserfall, wo es so grün war, wie wir es noch davor nie gesehen hatten. Also Marokko war für uns ein ganz tolles Land und vor allen Dingen war es halt schön für uns, weil wir die Möglichkeit hatten, so unfassbar tief in die Kultur einzutauchen wie in keinem anderen Land, weil eben die Leute ziemlich gastfreundlich sind. Wir wurden jeden Tag häufig eingeladen. So, natürlich konnten wir nicht alle Einladungen annehmen und wollten wir auch nicht. Wir konnten dann auch die Sprache sprechen nach einer Zeit und konnten die marokkanischen Spiele spielen und haben dann wirklich mit den alten Männern am Tisch gesessen, Tee getrunken und haben die in den marokkanischen Kartenspielen geschlagen. Und das hat sich einfach unfassbar toll angefühlt. Und wir waren wirklich, es hat sich wirklich angefühlt wie zu Hause. Ja. Das stimmt. Oh, schön, das hört man auch richtig, wenn ihr davon erzählt, dass es irgendwie eine bestimmte Verbindung dann noch da ist. Richtig schön. Wie war das dann mit dem Fahrrad in der Wüste zu fahren? Das stelle ich mir schon echt wahnsinnig vor. Ihr habt schon gesagt, da muss man sich dann doch mal ein bisschen besser vorbereiten. Wie ist es, wie habt ihr das erlebt? Die Wüste war ein riesengroßes Abenteuer. Also wir haben das erste Mal die Wüste gesehen und gefühlt vor allem. Wir wussten nicht, dass die Wüste so facettenreich sein kann. Wir sind durch ganz unterschiedliche Wüsten gefahren, würde ich fast sagen. Ja, also es war so, wir waren 6 Monate in der Wüste insgesamt und sind so, also wirklich von allen möglichen, so wir waren in der Steinwüste, dann waren wir so eher in der Steppe, dann nur Sand, dann so Steinberge. Also es war wirklich irgendwie alle paar Tage sah es komplett anders aus. Ja, und dann halt der Sternenhimmel. Nachts, wir haben jeden Tag ohne Zelt geschlafen. Die Tiere, also es gab einen Moment, das ist eine riesige Kamelherde, wirklich neben uns hergerannt und hat uns begleitet auf den Fahrrädern. Das war unglaublich. Und dann kamen wir auch einmal in einen Sandsturm, der ziemlich heftig war und für 3 Tage ging. Das war, also diesen Moment werde ich niemals vergessen. Und auch dann nach 3 Tagen wieder den blauen Himmel zu sehen. Und es war auch Ramadan, während wir in der Wüste waren. Also es war noch mal schwieriger, weil halt die Läden, die es gab, nicht geöffnet waren. Aber dadurch waren halt die Menschen noch gastfreundlicher und wir hatten noch mehr Kontakt zu den Einheimischen. Und es kam so viel aufeinander, dass das ein unfassbares Erlebnis war. Und ich glaube, dass wir uns auch extrem auf die Wüste freuen, weil das unser Ort ist. Wir haben uns echt in die Wüste verliebt, ein bisschen. Auf jeden Fall. Verrückt, das kann man sich vorher immer gar nicht so vorstellen, oder? Da denkt man doch, das wird die größte Herausforderung überhaupt und sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann ist das alles so positiv. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich die Wüste toller finde als den Regenwald. Weil zu Hause ist es irgendwie so, Regenwald, oh mein Gott, die ganzen Schlangen und dann tropft es irgendwie die Palmenblätter runter. Und der Regenwald ist unfassbar geil. Aber irgendwie, die Wüste hat sowas Bestimmtes. Irgendwie diese Weite, Freiheit ist unfassbar geil. Aber, also ich muss auch sagen, so die Wüste ist hart, auf jeden Fall. Und ich glaube, deshalb mögen wir es auch, weil wir mögen so Herausforderungen und Abenteuer und wenn wir mal an unsere Grenzen kommen, also das motiviert uns und das macht uns auch irgendwie richtig glücklich. Und wenn wir dann so, je schwieriger die Momente werden, desto mehr wachsen wir zusammen und desto mehr macht's Spaß. Es ist wirklich, vor allem während des Sandsturms war es war es, glaube ich, kein einziges Mal so, dass wir genervt waren, sondern es war immer nur so, oh mein Gott, wie krass ist das denn bitte? Immer mehr, bitte. Ja, wunderschön. Je größer, desto besser die Herausforderung. Was sind denn die größten Herausforderungen für euch auf dem Fahrrad? Für mich sind es, glaube ich, doof das klingt, aber die Menschen. Ja, für mich auch.
Also wir machen diese Reise wegen der Menschen, wegen der Begegnungen, die wir haben. Wir machen das nicht, um, keine Ahnung, jetzt die Landschaft zu sehen, sondern wirklich, um die Kulturen kennenzulernen, um die Menschen kennenzulernen. Aber so komplett ausgesetzt zu sein, kann schon manchmal extrem hart sein. Und es gab schon öfter mal die Situation, dass wir uns irgendwie hinter einem Busch versteckt haben, einfach um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, wir haben halt keinen Rückzugsort. Und ja, es gab sogar die Situation, wo wir einfach geweint haben und 20 Menschen um uns herum standen. Ja. Einfach weil es so anstrengend und ja, so anstrengend war und so viel Energie zieht. Aber wir wollen es nicht missen. Also, das ist es uns dann wert. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung. Spannend. Ich wäre sofort bei überhaupt mal auf den Berg raufkommen oder diese Strecken zu schaffen oder Wind oder Regen oder Tiere oder ich habe 1000 andere Dinge im Kopf und ich wäre niemals drauf gekommen, dass ihr sagt, die Menschen, wobei ich das total verstehen kann, diese Kehrseite von dieser Aufmerksamkeit, die man so auf sich zieht. Ne? Ja, es gibt halt super verschiedene Arten von Herausforderungen. Also Wind ist zum Beispiel schon extrem kacke. Wirklich, weil wenn wir Gegenwind haben, ich werde so aggressiv. Ja, aber halt auch einfach ja, sein Schweinehund. Man muss häufig gegen seinen Schweinehund kämpfen auf so einer Reise. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es halt ja für uns die Menschen sind. Ja. Wir haben aber, glaube ich, auch richtig gut angefangen. Also wir waren ja wirklich erst mal 10 Monate in Europa unterwegs. Und da waren dann unsere Herausforderungen sowas wie, okay, scheiße, jetzt müssen wir wieder den Berg hoch. Und oh Gott, okay, heute Nacht ist es irgendwie -6 Grad im Zelt. Und es ist unfassbar kalt. Und will ich das wirklich machen? Aber da hatten wir halt diese Zeit, uns auf die Anstrengungen einer normalen Fahrradreise einzustellen. Mhm. Und einfach auf diese, ja, auf die Anstrengung der Natur und der Umwelt. Und dann, als wir hier nach Afrika und dann Westafrika kamen, brauchten wir einfach uns nicht mehr daran zu gewöhnen. Ja. Sondern dann kam halt diese neue Herausforderung, die Menschen. Und ich glaube, wenn wir direkt von Europa oder von zu Hause hier gestartet wären, Dann wäre es extrem hart gewesen. Ja, das kann ich verstehen. Das hat man ja manchmal, wenn man in den Flieger steigt, ne? Und dann am anderen Ende der Welt wieder aussteigt, da merkt man ja, wie überfordernd das manchmal sein kann. Ja. Klima, Menschen, alles. Ja, auch ein Vorteil vom Fahrradfahren. Ja. Was macht ihr denn, wenn ihr mal krank seid? Das stelle ich mir auch so schwierig vor. Ich hatte die Situation im Van, ich bin Alleinreisende im Auto. Und dann bist du krank und liegst mit Fieber auf engstem Raum in diesem Auto und vegetierst da irgendwie vor dir hin. Das ist ja auch eine ganz andere Situation als zu Hause in einem fremden Land auch noch. Bei euch stelle ich mir das noch schwieriger vor, überhaupt zu wissen, wo ist man gerade. Man kann ja auch nicht dann mal eben 300 Kilometer schnell weiterfahren, weil man irgendwo zu einem Krankenhaus möchte oder so. Was macht ihr da? Also wir haben wirklich dieses unfassbare Glück, dass wir halt zu zweit sind. Oder dass es nicht häufig vorkommt, dass wir beide so krank sind, dass wir nichts mehr machen können. Beide zusammen. Genau, beide, also gleichzeitig. Weil, aber es gibt Momente, die sind einfach super blöd. Also In Marokko, das war, ich glaube, das einmal der ersten Male, wo wir so richtig Magen-Darm hatten. Und weiß ich noch, es war irgendwie 40 Grad. Wir sind einen Berg hochgefahren. Hanna ging es schon wieder gut. Aber da hat es bei mir dann richtig angefangen und dann sind wir den Berg hochgefahren. Ich musste kurz anhalten, habe mich in Straßengraben übergeben und dann sind wir zurück aufs Fahrrad und sind weitergefahren. Ich habe dir erst noch Wasser über den Kopf geschüttet. Ah, genau. Anna hat mir noch Wasser über den Kopf geschüttet. Und dann sind wir weiter, ja, weil es da halt nichts gab. So, natürlich, man kann immer trampen, aber in dem Moment war das keine Option für uns. Und es kommt halt jetzt einfach noch dazu, dass es Krankheiten gibt, die wir nicht kennen, also die Tropenkrankheiten. Und wir hatten die Situation in einem kleinen Dorf, dass ich Malaria bekommen hatte. Und ich war mir aber ganz sicher, dass es kein Malaria ist, weil ich davor schon mal Malaria hatte und es sich ganz anders angefühlt hatte. Und ich habe halt nicht die Tabletten genommen. Und von Tag zu Tag ging es mir halt wirklich schlechter. Also es war dann halt so weit, dass wir den Arzt rufen mussten, weil es gab halt kein Krankenhaus, in das ich gehen konnte. Und es kamen dann halt 2 Krankenschwestern, die mich versucht haben zu behandeln, aber halt leider auch nicht richtig. Das heißt, 2 Wochen später habe ich dann wieder Malaria bekommen. Und das sind so Situationen, die
rauben ganz viel Energie und Kraft. Und es ist nicht einfach, wenn man richtig krank ist und nicht weiß, was man hat. Ja, und dann kommt nochmal die Kommunikation dazu. Also wir waren da, als Sana da Malaria hatte, wirklich in einem ganz kleinen Dorf, wo die Menschen auch nicht so gut Englisch konnten, weil sie es halt einfach nicht brauchten. Und dann lag Hannah an dem Bett und es wurde so ein, wie nennt man das, so eine Infusion aufgehangen und die jetzt Hannah in den Arm gesteckt wurde. Und wir waren so, ja, was ist das denn? Wofür ist das denn? Und wofür sind die ganzen Spritzen? Genau, Hannah hat die Spritzen in Probe bekommen und wir wussten halt einfach nicht, warum. Warum? Und wir konnten, also die konnten es uns dann auch nicht erklären. Ich hatte einen Ausschlag am ganzen Körper und ich wollte wissen, woher dieser Ausschlag kommt. Ich hatte so Angst, dass ich irgendwelche Tierchen unter meiner Haut habe. Und Boah. Sie konnten es mir aber auch nicht erklären. Und oh, das war so eine schlimme Situation, weil man muss zu 100, man kann nur vertrauen, weil du bist zu schwach, um da wegzukommen und du kannst nur vertrauen. Ja. Und dann auch im Krankenhaus war das dann natürlich später ein Problem, weil ich wusste halt nicht, was ich bekommen habe. Ja, die haben dann gefragt, ja, was hat die dir denn vorgespritzt? Und dann so, ja, keine Ahnung. Oh nein. Ja, also es ist schwer. Also krank sein ist nie schön und auf Reisen noch weniger. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, diese Sprachbarriere, die die beiden hier gerade ansprechen, die finde ich ganz spannend. Die ist auf unserem zweitgrößten Kontinent Afrika nämlich besonders zu spüren. Denn in den 55 Ländern, die zu Afrika gehören, leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen, die über 2000 unterschiedliche Sprachen sprechen. Allein in Nigeria, dem nächsten Reiseziel von Hannah und Greta, werden etwa 500 verschiedene Sprachen gesprochen. Damit schafft es Nigeria sogar in die Top 3 der sprachlich vielfältigsten Länder der Welt. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die unterschiedlichsten Reiseziele in Afrika, für euren Urlaub in Marokko zum Beispiel oder in Südafrika oder Tunesien, dann schaut gerne mal auf reisereporter.de vorbei. Da findet ihr nämlich jede Menge passende Artikel für eure Reiseplanung. Den Link zu unserer Afrika-Themenseite, den packe ich euch wie immer in die Shownotes. Weiter geht's mit Hannah und Greta. Wir alle haben ja so Bilder von Afrika im Kopf, schöne, aber auch weniger schöne. Ich glaube, so ganz vorurteilsfrei, auch wenn man sich das vornimmt, kann man nicht wirklich durch die Welt reisen. Wie habt ihr euch denn das Gebiet, wo ihr gerade unterwegs seid, die Länder, die westafrikanischen Länder vorgestellt, als ihr losgefahren seid, als ihr noch nicht wusstet, vielleicht von den Dias von Papa, die aber auch schon ein bisschen älter waren, als ihr noch nicht wusstet, was auf euch zukommt, wie habt ihr euch das vorgestellt? Puh, super schwierige Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ich so ein ganz klares Bild im Kopf hatte. Aber ich weiß, dass ich schon am ersten Tag, als ich in Marokko war, super überrascht war, und mir das ganz anders vorgestellt habe. Es ist das erste Mal für uns gewesen, dass wir außerhalb von der westlichen Welt waren, das erste Mal nicht in Industrieländern unterwegs waren. Und da prasseln ja tausende Eindrücke gleichzeitig auf einen ein. Man bekommt einen Kulturschock. Man bekommt tausende Kulturschocks. Ja, viele Kulturschocks, das stimmt. Ich glaube, was würdest du sagen? Das, was mir am ehesten in den Kopf gekommen ist, ist, dass ich nicht gedacht hätte, dass es so tropisch hier ist. Irgendwie, also so dumm das klingt, weil ich meine, ich weiß, oder auf der Karte, selbst wenn man nur auf die Weltkarte guckt, sieht man ja auch, ja, okay, da ist halt ein krass grüner Streifen. Aber trotzdem ist es so, wow, okay. Ich glaube, da habe ich mich echt von den Bildern von Papa beeinflussen lassen. Und die halt hauptsächlich aus der Steppe waren oder so. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch so normal. Also es ist natürlich anders als Deutschland, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es einfach, also die Menschen machen hier ja genau das Gleiche. Sie stehen morgens auf, gehen zur Schule, Uni, Arbeit, kümmern sich um die Kinder und spielen draußen und es ist ganz anders und ganz normal. Also ja, das ist auch schön. Ja, voll. Hattet ihr Vorurteile? Hattet ihr wahrscheinlich ja, aber fallen euch Vorurteile ein, die ihr vorher hattet? Also ich glaube, wir sind beide losgefallen mit dem Gedanken, ja okay, wir sind voll aufgeklärt und Vorurteile, Quatsch. Klar wussten wir, dass wir Vorurteile haben und es ist unmöglich, ohne Vorurteile aufzuwachsen. Es ist einfach so. Und dann kamen wir nach Marokko und in der ersten Woche war es sofort so, dass es war, okay, krass, was habe ich bitte für Vorurteile? Ja.
Und diese Momente, die kommen so, so häufig immer noch. Wir sind, also es immer noch sind wir von uns selber erschreckt, was mit was wir aufgewachsen sind und was uns irgendwie in Deutschland bzw. Westeuropa vermittelt wird für ein Bild. Also es fand ich echt gruselig. Wir reden unfassbar viel darüber und schauen, wie wir uns ändern können. Und es hilft ja super viel, dass wir jeden Tag vom Gegenteil überzeugt werden oder häufig vom Gegenteil überzeugt werden. Ich bin auf alle Fälle sehr, sehr froh, dass wir diese Erfahrungen machen und dass wir lernen dürfen und lernen können. Und ja, aber es ist nicht immer leicht. Habt ihr mal so ein Beispiel für so eine Situation, wo ihr euch selber dabei erwischt? Ja, zum Beispiel dieses erste Beispiel in Marokko oder das erste, was mir jetzt noch so im Kopf bleibt. Da waren wir bei einem Lehrer zu Hause, bei einem Englischlehrer, und der hat uns dann zu einer Schulehrung mit in seine Schule genommen. Und wir kamen dahin und dann wurden so Sachen aufgeführt von den Schülern. Mhm. Und dann kam so eine Gruppe von Schülerinnen auf die Bühne und dann haben die da Karate gemacht. Und das ist so eine kleine Situation, worüber wir uns keine Gedanken gemacht hätten, aber einfach, wie wir von, nicht unbedingt von Marokko gedacht haben, aber was uns über Marokko erzählt wurde und über vor allem die muslimische Welt und wie der Islam in Deutschland porträtiert wird. Und dann zu sehen, dass es so ist, ja okay, nee, es, also es ist einfach nicht so, wie man den Islam oder, ich meine, der Islam, der ist auch unfassbar riesig. Ja, das stimmt. Also es war, ja, wir saßen da und dachten so, ja krass, halt ganz normal, wie in Deutschland. Also es war wirklich, wirklich wie in einer deutschen Schule und man, ja, aber und wie allein, soll es auch anders sein? Ja, aber genau, und dann alleine diesen Gedanken haben zu müssen, krass, das ist ja wie in Deutschland. Ja. Also alleine das ist ja unfassbar schrecklich. Ja. Ja. Oder dass wir auch, wir sind halt auch ganz normal, also natürlich ist das nicht für alle Menschen in Marokko, natürlich nicht, aber wir sind ganz normal mit den Männern und Frauen feiern gegangen in Bars, also ganz normal, so. Mhm. Ja. Und natürlich ist es in, hat nicht jeder den Zugang dazu und kann das machen, aber es gibt es. Ja. Ja, das finde ich ganz wichtig, wie du es gerade ausgedrückt hast. Es gibt es auch. Ja. Also, dass man es gar nicht so stigmatisieren kann und gar nicht alles in eine Schublade stecken kann. Ja, wichtig, solche Erfahrungen. Ja, ich finde es auch immer super schwer, so ein Land zu beschreiben, weil ich kann halt Deutschland noch nicht mal richtig beschreiben. Also wenn die Leute mir hier ihre Vorurteile über Deutschland sagen und sagen, ja, ihr seid zum, was ist denn jetzt mal, also zum Beispiel, es gibt halt das Vorurteil, dass wir super, super pünktlich und fleißig sind. Das ist jetzt leider ein positives Vorurteil. Ja, es gibt auch die Vorteile, dass wir alle rassistisch sind. Das ist halt so, ja, es gibt viele Rassisten in Deutschland und wir haben eine krasse Geschichte, aber es gibt auch viele liebe Menschen. Und es fällt mir immer super schwer, das dann zu beschreiben, weil viele haben Vorurteile, super viele haben Vorurteile in Deutschland und ich verstehe, wieso sie darauf kommen, vor allen Dingen Menschen, die schon in Deutschland waren. Aber es gibt auch die andere Seite und ich kann noch nicht mal das Land, in dem ich 20 Jahre gelebt habe, beschreiben. Und wie soll ich dann ein anderes Land beschreiben, wo ich nur 7 Monate war? Also es fällt mir super schwer. Ich streiche diese Frage. Beschreibt mal Marokko, Strich. Nein, ich finde das ganz spannend, dass ihr das sagt. Es geht beim Reisen, höre ich daraus total häufig einfach darum, wen treffe ich. Also ich denke, dass wenn ich jetzt das Interview mit zwei anderen Mädels führen würde, die das Gleiche bereist haben wie ihr, würden die vielleicht ganz andere Antworten geben oder sehr, sehr wahrscheinlich ganz andere Antworten geben, weil sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Dann lasst uns doch mal auf die positiven menschlichen, vielleicht auch tierischen Begegnungen kommen, die ihr so gemacht habt. Das ist auch da sehr, sehr schwer natürlich zu ranken. Was war das Schönste oder Beeindruckendste? Es ist immer sehr, sehr schwer, was rauszupicken. Aber wenn ich euch nach einer Situation frage, nach einem Menschen, der euch nachhaltig beeinflusst hat, ihr habt schon gesprochen von dieser allerersten Woche oder vielleicht auch wann ganz anders, an wen denkt ihr als erstes? An unsere Freunde in Marokko. An unsere Jungs. Ja, wir nennen sie immer unsere Jungs.
Wir haben die schon in der ersten Woche kennengelernt und zwar haben sie uns auf der Straße angesprochen und haben uns zum Tee eingeladen und wir saßen mit denen 10 Minuten zusammen, ja. Und die haben an einem Fluss gecampt, also das haben sie uns erzählt und dann haben wir sie gefragt, ob wir mit ihnen campen können. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, natürlich, und dann sind wir mitgegangen. Und dann waren da so 15 marokkanische Jungs zwischen 20 und 30 und wir haben unser Zelt neben den Zelten von ihnen aufgebaut, haben den ganzen Tag miteinander verbracht, hatten unfassbar viel Spaß und dann haben die uns zu sich nach Hause eingeladen, wo wir halt erst ein paar Wochen später sein würden. Und dann kamen wir da an und dann haben die ein Zimmer für uns vorbereitet, was sie extra noch gestrichen haben und so kleine, also wirklich so Taschentuchpackungen auf den Nachttisch gelegt also, haben und so. Ja, super, super aufmerksam einfach. Ja. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir bei denen waren, aber auf jeden Fall sind diese Jungs zu unserem Ort geworden, wo wir immer zurückgekehrt sind, wenn irgendwas uns nicht gepasst hat. Also wenn wir Heimweh hatten oder wenn wir, keine Ahnung, eine blöde Situation hatten. Dann haben wir einfach unsere Fahrräder abgestellt, sind in den Bus gestiegen und sind zurück zu unseren Jungs gefahren. Ja, und wir haben unfassbare Momente mit denen erlebt. Also wir saßen ganz häufig auch einfach nur im Café und haben stundenlang von morgens bis abends nur geredet. Aber wir sind auch zusammen auf den höchsten Berg Marokkos gestiegen. Wir sind mit in den Familienurlaub gefahren. Wir waren auf Hochzeiten, Geburtstagen. Wir haben zusammen von dem Onkel in einer Villa gelebt und haben da dann halt ja Quatsch gemacht. Ein bisschen. Und ja, und das Allerschönste ist, dass diese Gruppe seit ungefähr einem halben Jahr komplett in Deutschland lebt und wir sie jetzt bei uns zu Hause haben und also in Deutschland zu Hause und sie ja auch schon zum Teil unsere Familien kennengelernt haben. Und ich glaube, dass sie halt immer ein riesengroßer Teil von unserem Leben bleiben werden. Und wenn wir jetzt im Sommer nach Hause fliegen, das haben wir noch gar nicht im Podcast erwähnt, aber wir fliegen im Sommer noch nach Hause und da werden wir auch dann zusammen reisen. Und schon alles geplant. Ja. Ihr plant also doch. Ja, das stimmt. Ja, also wir müssen das Datum. Genau, wir müssen wegen denen planen, weil die machen jetzt alle Ausbildungen und studieren und die müssen sich halt an die Semesterferien halten. Genau. Das ist der Grund, warum hier schon ein bisschen Planung dabei war. Aber ja, ich glaube, also es ist schwer oder es ist nicht häufig, dass man gute Freunde findet. Und wenn man dann auf einer Reise auch noch gute Freunde findet und man auch noch gemeinsam das Leben gut zusammenführen kann, weil das ist ja das unfassbar Traurige. Den meisten Menschen müssen wir ja einfach auf Wiedersehen sagen für immer. Ziemlich, ja, für immer, weil sie nie die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Aber sie haben es halt einfach geschafft und das ist halt super toll. Ich finde das immer so schön, weil ich stelle mir immer vor, wenn ihr nie losgereist wärt, hättet ihr diese Menschen nie kennengelernt und was für ein Riesenteil würde dann fehlen im Leben. Ja, absolut, wirklich. Das sind so diese Reisebegegnungen. Wahnsinn. Mhm. Ach, schön. Und jetzt müssen wir doch nochmal auf die nicht ganz so schönen Momente zu sprechen kommen, denn der Sicherheitsaspekt, der schwingt mit, vor allem wenn ihr erzählt, ich stelle mir das gerade so, eure arme Mutter stelle ich mir gerade vor, wenn ihr so erzählt, wir haben da 15 Jungs kennengelernt und dann sind wir mit denen campen gegangen und dann haben die uns zu sich nach Hause eingeladen. Dann gehen ja bei mir die Alarmglocken an, ganz egal von welchem Land wir sprechen. Hattet ihr jemals eine gefährliche Situation, eine unangenehme Situation? Also unangenehme Situationen, ganz, ganz viele. Aber das ist, glaube ich, einfach unausweichbar. Nicht unbedingt auf einer Reise, sondern so blöd ist es einfach auch als Frau. Ja. Also da ist egal, wo du bist. Man kommt vor allem als Frau immer in unangenehme Situationen. Häufig, ja. Ja. Ja, das hat ja, wie gesagt, nichts unbedingt mit der Reise oder Afrika zu tun. Aber wir haben unfassbar viel Kontakt mit Männern, eigentlich nur, weil die Radreise-Community ist ziemlich männlich und wir fahren durch ziemlich patriarchale Länder, ja. Und haben dadurch halt viel Kontakt mit Männern. Wir haben super, super, super tolle Momente, wie eben erzählt. Aber es gibt immer Situationen, die nicht so schön sind. Aber
ja, bis jetzt ist noch nie was richtig, also ich weiß nicht, jeder hat seine eigene Skala, so. Bisher kommen wir noch klar. Genau, genau. Und das ist halt wirklich dieses Ding, so selbst wenn jetzt Jana sagte, was richtig, richtig, richtig Schlimmes passieren würde, heißt es ja nicht, dass das an dieser Reise liegt oder dass wir diese Reise aufhören würden, weil wir sind jetzt seit fast drei Jahren auf dieser Reise und zu Hause kann das genauso passieren. Haben wir ja schon vorher drüber geredet. Es kommt immer drauf an, was du für Leute triffst. Ja. Manchmal hat man dann Glück und manchmal hat man Pech. Ja, und das ist unsere größte Angst, dass wir von Männern vergewaltigt werden oder so. Und so gruselige Momente hatten wir eigentlich kaum auf der Reise. Im Senegal war das mal ein bisschen gruselig. Da lagen wir im Zelt und dann haben wir plötzlich Hyänen gehört. Das stimmt. Oh Gott. Oder in Ghana im Norden von Ghana lagen wir im Zelt und mitten in der Nacht kamen 30 Männer mit Gewehren und haben uns Zelt umzingelt. Es war super heiß und wir lagen nackt da und waren wirklich plötzlich von Männern umzingelt, die mit Macheten und Gewehren da standen. Genau, und sie haben uns halt gefragt, ob wir Terroristen wären. Und das sind schon Momente, das ist auf alle Fälle gruselig gewesen. Ja. Und das sind schon Momente, wo das uns das Herz in die Hose rutscht und wir auch gar nicht, also in der Situation wussten wir nicht, wie wir handeln müssen, aber weil es war, ja, das wir war hatten einfach, keine wir Chance. Wir konnten auch nicht mal Angst haben, weil es war so, okay. Aber es hat sich immer alles super, super schnell geklärt und auch diese Situation nach 2 Minuten haben wir alle unfassbar viel gelacht, weil es halt einfach ein Missverständnis war. Und weil es sehr schnell offensichtlich wurde, dass Hannah und ich definitiv keine Terroristen sind. Ja, wir kamen immer gut weg. Immer, immer, immer. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ja. Sind das so Situationen, von denen ihr ganz am Anfang unseres Gesprächs, da hattet ihr erwähnt, Grenzen setzen ist etwas, was ihr gelernt habt. Sind das so Situationen, die euch das gelehrt haben? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, die erste Situation oder die ersten Situationen, in denen wir das gelernt haben, war, als wir in Marokko waren und dann wirklich sagen mussten, nee, sorry, ich kann nichts mehr essen. Weil wir wurden so oft eingeladen und es wurde immer gesagt, iss mehr, iss mehr, iss mehr, iss mehr und irgendwann ging es halt einfach nicht mehr. Und das war, glaube ich, das erste Moment, wo wir sagen mussten, okay, stopp, es geht nicht mehr. Ja, wir mussten, glaube ich, auch von ganz Anfang an lernen, Grenzen zu setzen. Also wir haben ganz viel aus Höflichkeit gemacht, unfassbar viel. Und auch einfach, wir konnten irgendwann nicht mehr. Also es ging wirklich nicht mehr. Und dann mussten wir einfach sagen, nein. Und mittlerweile können wir das recht gut. Aber ja, wir mussten auch lernen, nein gegenüber Männern zu sagen. Auf jeden Fall. Wir haben irgendwann gesagt, okay, wenn sich eine Person unwohl fühlt, dann muss die das sagen, weil wir sonst einfach aus Höflichkeit oder weil wir nicht wissen, wie wir ablehnen sollen, in Situationen geraten sind, die wirklich einfach nicht okay waren. Ja. Auch was wahrscheinlich jeder und jede aus dem Alltag auch kennt. Dafür muss man auch nicht mit dem Fahrrad bis nach Afrika fahren wahrscheinlich. Ja, das ganz stimmt. Genau. Das wo man ganz sich hinterher genau. Dann denkt, oh, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört oder hätte ich mal was gesagt und das nicht für den anderen jeweils getan, sondern für mich. Ja. Schöne Lebensweisheiten, die man wieder in der Schule nicht lernt, aber wie denn auch? Ganz genau. Ihr habt es angesprochen, die Radfahrer-Community. Ich frage mich, ob jemand auf euch aufpasst. Wie ist das, wenn man mit dem Fahrrad vor allem als junge Frau in afrikanischen Ländern unterwegs ist? Gibt es da andere Regeln, blöd gefragt, für? Meldet man sich beim Auswärtigen Amt und sagt, ich fahre jetzt übrigens in den Senegal rein und ihr sagt dann in 2 Wochen Bescheid, wenn ich wieder rausfahre? Oder habt ihr GPS und werdet zu Hause getrackt? Gibt es da nochmal ein Sicherheitsnetz? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Nutzen wir nur nicht. Aber es ist auf alle Fälle, es gibt es und man sollte das auch machen, also vor allen Dingen sich bei den Ländern melden. Jetzt vielleicht im Senegal ist es nicht so wichtig, aber in anderen Ländern schon. Und auch das GPS-System gibt es, das haben wir aber nicht und
ich weiß nicht, jeder hat seine eigene Vorstellung von, wie viel Sicherheit er braucht. Und wir fühlen uns ohne das super sicher. Ja. Und ich würde nicht sagen, also wir müssen nicht unbedingt mehr aufpassen, weil wir Frauen sind. Also wir schlafen genauso einfach draußen in der Wildnis wie in Europa und es ist noch nie irgendwas passiert. Alle Menschen, die uns halt abends noch am Zelt zufällig sehen, sind super lieb und dann geht das. Aber man passt schon aufeinander auf und vor allen Dingen, auf jeden Fall. Wir sind ja nicht nur Frauen, sondern wir sind ja auch noch unfassbar jung. Also ich glaube, wir sind wir sind die jüngsten gerade, die jüngsten Radreisenden in Afrika und es sind noch 2 oder 3 andere alleine radreisende Frauen, war das Deutsch, gerade hier in Westafrika. Und deswegen haben wir halt so ein doppeltes, ich mache mich Sorgen um euch und die anderen Radreisenden, die passen jetzt nicht auf uns auf, aber es gab zum Beispiel schon mal so eine Situation, wo wir zwischen 2 Grenzen feststeckten kein Internet hatten. Und es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Radreisenden an der Westküste Afrikas drin sind. Mhm. Und dann hatten wir irgendwann wieder Internet nach ein paar Tagen und haben dann so gelesen, dass in der Gruppe gefragt wurde, ey, hat irgendjemand was von Hannah und Greta gehört? Die haben sich seit ein paar Tagen nicht mehr gemeldet. Und dann hat eine andere Person geschrieben, ja, die wollten da irgendwie hin. Und dann wurde bei den Botschaften nachgefragt und so. Und das war irgendwie ein ziemlich schönes Gefühl, was uns ziemlich viel Geborgenheit gegeben hat, weil es wirklich einfach ist, okay. Wir verschwinden nicht und niemand fällt's auf, sondern sie suchen nach uns. Und man hat auch so seine Gruppen. Also ja, man fährt sich immer wieder über den Weg und man weiß, wo man ist und das ist schön. Ja, man kennt sich einfach. Genau. Man fährt sich über den Weg, finde ich schön. Jetzt seid ihr zu zweit unterwegs. Fühlt ihr euch trotzdem mal einsam oder gibt's das zu zweit nicht? Also es gibt öfter mal die Situation, wo wir uns denken, ach du Scheiße, wenn ich jetzt alleine wäre, ich würde mich so einsam fühlen. Mhm. Ja, ich glaube, manchmal fühlen wir uns zu zweit einsam. Nicht so häufig alleine, aber So, dass wir als wären wir so ein Individuum, das sich jetzt irgendwie einsam fühlt und nicht ich fühle mich einsam, obwohl Hannah neben mir sitzt, sondern es ist wirklich so, wir beide zusammen sind gerade irgendwie alleine. Ja, weil es natürlich so ist, dass große Herausforderungen manchmal vor uns stehen und wir uns halt auch nicht sicher sind oder die wir vermissen mit gleichaltrigen Menschen aus Europa Zeit zu verbringen. Wir haben so ein anderes Leben und wir können manchmal nicht so, wir können schwer mit denen Zeit verbringen und das gleiche Leben führen wie sie. Und das dann zu realisieren und niemand versteht ja auch uns. Also wenn wir zu Hause anrufen und unseren Freunden von unserem Leben erzählen, das ist ja so weit weg und das sind Sachen, die sie nicht nachvollziehen können, weil sie es halt nicht kennen. Und dann fühlt man sich einsam. Genau, auch so in die Zukunft blickend, wenn wir wieder wenn wir ein Leben zu Hause haben sollten, an einem festen Ort und dann Menschen, die wir dann kennenlernen und mit denen wir dann Zeit verbringen. Also ich habe das Gefühl, die können mich niemals richtig kennen, weil sie einfach nicht dieses Leben kennen. Hm. Und das sind jetzt schon fast 3 Jahre von meinem Leben und ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch sein werden. Aber Hannah wird halt die einzige Person bleiben, die diese Reise Greta kennt. Und das ist manchmal schon ein bisschen so gruselig. Ja. Aber gleichzeitig so schön auch. Auf jeden Fall. Also definitiv. Ich als Alleinreisende empfinde das gerade als total schön, dass ihr zumindest einen anderen Part habt, der euch auch noch so nah ist, der diesen Teil kennt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und jetzt unternehmt ihr aber ja zumindest mal den Versuch, den zu Hause gebliebenen eine Chance zu geben, euch zu verstehen und euch wieder neu kennenzulernen, so wie ihr euch jetzt verändert habt. Es geht für euch nach Hause, nach sehr langer Zeit. Was ist das
für ein Gefühl? Also unfassbar viel Freude tatsächlich, weil wir schon echt merken, dass wir irgendwie ein bisschen reisemüde sind und die Menschen zu Hause vermissen und auch einfach das Leben zu Hause vermissen. Mhm. So ein bisschen die Geborgenheit und dass man sich halt um nicht, oder dass man sich selber nicht um alles kümmern muss. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen Angst davor. Das ist ja jetzt auch eine lange Zeit, die wir zu Hause sind. Wir sind dann ungefähr 4 Monate zu Hause. Und irgendwie ist es so, die Fahrräder für 4 Monate alleine zu lassen. Ja, total, total. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das Leben hier auf der Reise nicht mögen. Und wir werden das schon vermissen. Also wir müssen, ja, es ist das, was wir lieben. Ja. Aber ich glaube, wir können das nicht so richtig sagen, weil es irgendwie noch so weit weg ist. So vor allen Dingen, weil jetzt nochmal so eine größere Etappe, also so eine schwierigere Etappe ist und wir die erstmal hinter uns bringen wollen und dann können wir uns, glaube ich, auf zu Hause so richtig freuen. Genau, also jetzt heißt es erstmal Nigeria durchfahren und dann, wenn wir in Kamerun sind, ist es halt noch so, okay, 3 Tage und dann geht der Flieger nach Hause. Mhm. Also wir haben gar nicht so richtig Zeit, uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wir sind beide unfassbar froh. Ja, als der Termin stand, wann der Flieger war, ist es so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Und wir können die Reise auf eine Art wieder, also nein, wir haben sie davor auch genossen, aber wir können sie nochmal richtig krass genießen, weil wir wissen, okay, wir powern jetzt nochmal all unsere Energie raus. Wir leeren unsere sozialen Batterien nochmal so richtig und dann zu Hause können wir wieder alles zu 100% aufladen. Und das ist ein super schönes Gefühl. Ja. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen und vielleicht kann ich euch da ein bisschen die Sorge und die Angst nehmen. Ich habe auch schon mal eine Langzeitreise unterbrochen für 2 Monate, um nach Hause zu gehen und Kraft zu tanken, weil ich gemerkt habe, ich drehe mich total im Kreis. Ich komme nicht mehr richtig vom Fleck und genieße es nicht mehr so, wie ich das gerne möchte. Mhm. Ich möchte dem Reisen, dem Land, den Menschen gerecht werden, mir selber gerecht werden und das ist es gerade nicht und es hat wirklich gut getan. Also wenn das Bauchgefühl das sagt, dann kurz wieder auf Null setzen. Und neu anfangen hinterher. Das hat wirklich gut getan. Das klingt gut. So wie du es gerade beschrieben hast, dieses dem Land, den Kulturen, den Menschen gerecht werden, genauso fühlt sich das gerade bei uns an. Ja. Also ganz genau so, als könnten wir das gerade nicht. Ja. Auch wenn ihr noch gar nicht ganz dahin gucken könnt und wollt vielleicht, was macht ihr als erstes zu Hause? Was fehlt euch so unabhängig von den Umarmungen, den Menschen völlig klar? Was fehlt euch am meisten? Worauf freut ihr euch? Wird's die Badewanne oder wird's der Backofen? Oder was wird es? Badewanne, da hast du mich jetzt auf was gebracht. Ich habe auch so Lust auf eine Badewanne. Ja, wirklich. Aber nee, ich glaube, ich freue mich am meisten irgendwie auf den Supermarkt. Auch wenn es hier, ich meine, hier gibt's auch Supermärkte. Wir waren heute in einem riesigen Supermarkt. Aber hier kann ich halt nicht einkaufen gehen mit dem, also so, mit rein Gedanken. Wir haben ein festes Budget und zu Hause spendiert uns bestimmt unsere Mutter. Ja, aber etwas. Das mache ich noch nicht mehr, sondern zu Hause habe ich eben zum Beispiel einen Backofen oder so. Oder kann auch mal einfach Lebensmittel aufbewahren für ein bisschen. Hier können wir immer nur für so 1 oder 2 Tage einkaufen, weil wir eben auch keinen Kühlschrank haben. Ja. Ich wusste auf alle Fälle, dass du das sagst. Ich glaube, also ich vermisse es auch, aber nicht so krass. Ich glaube, für mich wäre es einfach so, um unsere Häuser ziehen, so wieder in den Wald und unsere gewohnte Gassi-Strecke zu gehen und so unsere Vögel zu hören. Und ich glaube, das würde ich als erstes machen, so raus und Ruhe, weil ich glaube, es wird riesiger Trubel zu Hause sein. Alle freuen sich und dann mit dem Hund rauszugehen und die Strecke zu gehen, die ich seit mehreren Jahren nicht mehr gegangen bin, aber davor jeden Tag, das wird, glaube ich, ein wunderschönes Gefühl werden. Ich freue mich jetzt schon, dass ihr das erleben könnt. Das klingt nämlich so vorfreudig und so schön, dass ich euch das so gönne. Richtig schön. Danke. Ach Mensch, Mädels. Ein vorgezogenes Fazit zum Ende eurer Reise, was ja noch gar nicht erreicht ist. Zum heutigen Stand, was glaubt ihr, wie habt ihr euch verändert bisher? Was hat sich am meisten bei euch durch dieses besondere Radreisen verändert? Also ich glaube, auch wenn unsere Reise immer noch sehr chaotisch ist und viele
vielleicht denken, dass wir naiv sind und wir es vielleicht auch immer noch sind, aber wir sind schon viel erwachsener und selbstständiger geworden. Das ist jetzt so eine langweilige Antwort, aber ich glaube, wir sind so krass gewachsen auf dieser Reise, so viele große Entscheidungen, also nicht große, aber so viele Entscheidungen mussten wir treffen, so viel abwägen, so viel planen, und wir sind ja so von uns aus unseren Kinderzimmern in die große weite Welt aufgebrochen und haben jetzt hier einfach 3 Jahre so gelebt. Und ja, wenn wir zurückkommen, also ich glaube, das wird das sein, was vielen sofort auffällt. Ja, ich glaube einfach diese Verantwortung, dass wir wirklich die alleinige Verantwortung für uns haben. Also ich meine, auch wenn man zu Hause auszieht, ist es ja trotzdem noch so, dass man irgendwie, keine Ahnung, Leute um sich hat, die sich auch um einen kümmern. Irgendwie die Eltern sind nicht weit weg. Und wir sind ja wirklich, also wir müssen jede Entscheidung alleine treffen. Wir müssen erstmal jede Entscheidung treffen. Jeden Abend müssen wir neu entscheiden, wo wir schlafen. Und ich glaube, das merkt man extrem. Vor allem, wenn wir jetzt wieder zurückkommen. Uns dann so ist, dass Mama vielleicht auch wieder ein bisschen Verantwortung für uns haben will und Papa und so. Ich glaube, das wird vielleicht auch nochmal zu Konflikten führen. Ja. Ich kann das alleine. Ja, genau. Daran wächst man. Ja, total. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit weiterhin, die ja jetzt übersichtlich ist bis zum Zwischenstopp zu Hause in Deutschland, wo euch dann ja ganz viele alte Freunde erwarten, neue Freunde, die ihr lange nicht mehr gesehen habt, eure Familie, der Hund. Eine ganz tolle Zeit und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich und für uns heute hier im Podcast genommen habt und von eurer Reise erzählt habt. Ja, vielen, vielen Dank dir. Es hat uns echt Spaß gemacht. Ja, es war ein sehr schönes Gespräch, fand ich. Dankeschön. Dann macht es gut und weiterhin frohes in die Pedale treten. Oder was wünscht man sich so, auf, wenn man anderen Radreisenden trifft? Keine Löcher im Reifen. Keine Löcher. Das ist immer gut. Okay. Man sagt immer viel Luft. Viel Luft im Reifen? Irgendwie sowas. Viel Luft? Viel Wasser unterm Kiel, so wie ja, beim aber es gibt Schiffern. Auch so einen Spruch für Fahrräder. Ja, aber ich glaube, den hören wir immer nur auf Englisch oder Französisch. Ja. Irgendwie viel Luft okay. im Reifen oder so. Ja. Ich bleib beim Tschüss. Ja. Ist einfach. Ciao. Tschüss, mach's gut. Ciao. Also ich könnte ja noch Stunden mit den beiden quatschen und ich hoffe, euch hat unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch Luft habt, dann freue ich mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unseren Podcast zu bewerten. Das ist immer ganz, ganz wichtig, damit wir möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren können. Ganz einfach jetzt direkt nach der Folge bei Spotify oder Apple Podcast auf die Sternchen drücken. Das dauert auch nur ein paar Sekunden. Hannas und Gretas Reise, die könnt ihr auf Instagram weiterverfolgen. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Und die nächste inspirierende Reiseform und die spannenden Geschichten dahinter, die hört ihr dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.